Hallo Rainer. Hi. Hi, wie schön, dass jetzt so ganz spontan, nur wenige Tage nach dem Soul at Work Kongress Zeit gefunden hast, dass wir einfach noch mal zusammen ein wenig nachglühen, so möchte ich es mal nennen. Du warst der Referent bei Soul at Work. Wie hat es dir Ja. denn gefallen? Wie war es für dich? Solid Work war für mich eine sehr geile Erfahrung. Der Vortrag, den ich gehalten habe, Sumpf der Sucht und wie man ihn trockenlegt, war ständig sehr gut angenommen worden, weiß ich, dass es sehr angenommen worden ist. Ja, und das ganze Ambiente beim Solid Work Kongress war einfach nur geil. Es war eine Herzenskiste von allen Referenten, die Vorbereitung, die ihr, Katharina, du und die Heidi gemacht habt, genial. Es war ein Rundum-Paket von Menschen, die einfach mit Herzen referiert haben. Sei es ein Martin Limbeck, ja, der Haarzähler, der von sich persönlich so viel freigelegt hatte, ein Mensch, der echt aus der Erfahrung sprach. Benjamin Schulz, du oder auch der Walter Kohl. Es ging um Gefühle, um Herz, um Energien, um soziales Miteinander, das es einfach braucht. Und meiner Ansicht nach hat der Solid Work Kongress einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, den Menschen einfach bewusst zu machen, ja, mal wieder back to the roots zu gehen, bei sich selber anzufangen, sich selber zu reflektieren. Du merkst schon meinen Wortschwall, ich bin nach wie vor geflasht von dem Kongress. Mir hat es irre Spaß gemacht und ich fühlte mich echt bestätigt, auch in meinem Wirken als Heavy Metal Coach, ja. Ja. Auch mal über Gefühle reden zu können. Gefühle, die sich eigentlich jeder emotionalste Grobmotoriker echt mal bewusst machen sollte, um einfach hier ein gutes Miteinander in Unternehmen, überall, letzten Endes im menschlichen Miteinander zu finden. Das war echt geil, man. Ich ziehe echt meinen Hut, nach wie vor magic-mäßig bewegt von dem Ganzen. Das ist sehr schön, da kriege ich ja ganz rote Backen. Was? Ja, also du bist ja jetzt auch ein Speaker with Soul. Du hast mir erzählt, wir haben kurz nach dem Kongress miteinander telefoniert. Du hast dir das auch aufgehoben. Das hat mich natürlich auch besonders gefreut. Und ja, ich kann dir sagen, wir sind schon in den Vorbereitungen für nächstes Jahr wieder, die Heidi und ich. Im Moment mehr so mit Überlegungen. Wir sind gerade dabei, die Feedbackbögen auszuwerten und so weiter. Und was mir aufgefallen ist, es gibt ja jetzt auch schon erste Bewerbungen bzw. Anfragen. Und da habe ich so bei mir gedacht, ja, Speaker with Soul bedeutet für mich auch, dass es eben nicht gleich als allererstes, ohne dass man sich jemals irgendwie getroffen hat, darum geht, was es kostet. Und du bist ja auch einer von denen, alle haben das ehrenamtlich gemacht auf diesem Sehr Kongress. gerne. Was hat dich denn dazu bewogen, dabei zu sein? Wie gesagt, Katharina, es war eine Herzensangelegenheit. Und ich denke, jeder von den Referenten hat ein Stück dazu beitragen, eine Bewusstmachung bei den Teilnehmern erfahren zu lassen. Hey Leute, fangt bei euch selber an. Vielleicht auch dem einen oder anderen einen Spiegel vorzuhalten. Hey, guck bei dir selber, geht's dir gut? Geht's auch deinem sozialen Umfeld gut, nach dem Motto? Und ich habe da einfach Bock drauf gehabt. Gut. Wie ist Ja. es eigentlich gelaufen? Du hast ja auch dein Buch dabei gehabt, beziehungsweise ich glaube, beide Bücher waren auf dem Büchertisch. Ja, Bist ich du auch habe. mal dazu gekommen, ein Buch zu signieren? Aber sicher doch. Ich hatte meine beiden Bücher dabei, Brainfucked, The Heavy Metal Coach und Brainfucked Revolution. Das sind ein paar vom Tisch gegangen und die sind sehr gut angenommen worden. Es gab also eine kleine Fangemeinde, die sich da kristallisiert hatte. Fühlt sich natürlich sehr geil an. Sehr Ich habe ein paar schön. Bücher signiert und ja, ich denke, da passiert einiges mehr gerade im Moment bei mir selber auch. Ganz stark. Ja, sehr schön. Bleibt spannend, es bleibt spannend. Nach wie vor vielen herzlichen Dank, Katharina, dass ich dabei sein durfte. Ich habe das sehr gerne gemacht. Dankeschön, dir auch. Also ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Sag mal, das wäre doch jetzt eigentlich mal die Gelegenheit. Also ich bin ganz häufig gefragt worden, wieso heißt der eigentlich Heavy Metal Coach, der Rainer?
Ja. Und vielleicht magst du uns da einfach mal gerade was dazu erzählen. Wieso heißt du Heavy Metal Coach? Es war eine ganz glückliche Fügung, das Thema Heavy Metal Coach. Als ich mein erstes Buch verlegte, meine Biografie, die ich damals mich wirklich in der Scheiße im Sumpf bewegt habe, in einer massiven Abhängigkeit. Und ich suchte einfach einen Buchtitel. Ich erinnerte mich an meine Leidenschaft, die ich erlebe, diese Musik, Heavy Metal, ungebremste, spürbare Bässe, Musik aus elektrischen Gitarre und so. Und das hat mich schon jeher stimuliert. Heavy Metal ist für mich eine Art Meditation tatsächlich, die mich lenkt und meine Emotionen auch stark beeinflusst. Eine laute Meditation, würde ich sagen. Eine laute, erlauchte Meditation, ja. Spürbar im Leben halt. Ich glaube, du hast auch eine Lieblingsband, oder? Was ist denn das für eine? Ach, ich höre mir alles an. Ich höre mir echt alles an, was richtig Krach und Speed und Emotionen haben, die er hat. Das passt schon. Ja, ja. Und ja, es ist natürlich auch ein geiles Wort, ein geiler Name im Bereich der Positionierung. Heavy Metal bedeutet für mich weiterhin Klarheit, Direktheit, auch mal ungeliebte Dinge in den Mund zu nehmen. Mhm. Ja, knüppeldick manchmal auch manches zu formulieren, um die Menschen einfach auch hier wieder im Kontext mit Solid Work bewusst zu machen, bei sich selber anzufangen, bei sich selber nachzudenken. Ja, so wie du das ja auch gemacht hast, ne? Also hat dich ja niemand aus dem Sumpf rausgezogen, das musstest du schon selber machen. Ganz genau, ganz genau. Ich meine, es gibt viele, viele wichtige Menschen, die ihr Pseudo-Wissen zum Teil rausschwallen, dass sie nur im Lehrbuch sich angelesen haben, sich damit profilieren. Ich weiß, ich trete jetzt ja vielleicht dem einen oder anderen zu nahe, aber nichtsdestotrotz denke ich halt, dass gelebte und erfahrene, am eigenen Leib erfahrenes Wissen einfach halt auch manches Lehrbuch toppt. Ja, und einfach im Zugang mit den Menschen auch, die spüren sehr schnell, ob da jemand vor ihnen steht, der weiß, wovon er spricht, oder wenn nur irgendwelche, dozierte, antrainierte, gelernte Allgemeinwisser runterplantet. Ja, das und war mir übrigens auch sehr wichtig, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, gelebte Erfahrung. Ja, also ich wollte da auch nicht die klassischen Experten für betriebliches Gesundheitsmanagement oder etwas in der Art zusammenbringen. Ja. Ich denke auch, man muss kein Wissenschaftler sein, man muss nicht Arzt, Psychologe oder etwas in der Art sein, um etwas dazu sagen zu können. Und gelebte Erfahrung war mir persönlich deutlich wichtiger. Ich bin die ganze Zeit sozusagen fast schon abgelenkt von deinem Junior, so heißt der doch da, der hinter dir, ne? Ja, genau. Was hat es denn mit dem auf sich? Ich glaube, das ist ein Teil deines neuen Logos, kann das sein? Der Junior ist ein Teil meines neuen Logos, ein Teil meiner Unternehmensidentität. Mhm. Und Junior ist einfach die zur Gestalt gewordene, das zur Gestalt gewordene Monster mehr oder weniger, das ich im Laufe meiner Suchtkarriere in mir gezüchtet habe. Mhm. Ja? Und ich weiß sehr wohl, hey, dieser Junior bleibt ein Leben lang in mir. Mhm. Mit ihm habe ich Krieg geführt, er hat mich. Also symbolisch, metaphorisch gesehen, ist meine Suchtpersönlichkeit, die in mir lebt. Mhm. Und ja, er lebt tief eingesperrt und eingeknastet in meinem persönlichen Keller. Und Rüder ist derjenige, der mich achtsam macht, der mich bewusst macht, mich ständig mit mir selber zu reflektieren, um natürlich auch nicht wieder in meine Suchtgeschichte zurückzufallen. Das begleitet mich ein Leben lang. Ja. Ah, und Junior ist einfach eine coole Socke, mit der ich mich jetzt inzwischen gelernt habe zu arrangieren. Ich habe ihn in mir gezüchtet, ich habe ihn in mir generiert durch meine massiven Grenzüberschreitungen, durch den Drogenkonsum in meiner Gefühls- und Erlebniswelt. Ja. Er ist nun mal da, er ist ein Teil von mir. Und das heißt einfach für mich, er ist mein Spiegelbild, das heißt für mich achtsam mit mir selber umzugehen, aufzupassen, dass dieses Monster nicht wieder Überhand nimmt und mich fremdsteuert oder mich zu der Dünne wirft. Ja. Ich finde das Bild einfach geil. Das ist von Timo Wurz gestaltet worden. Sehr schön. Und ja, hat was. Es fällt auch auf. Du hast ihn ja auch auf deinem Auto, ja, das fällt sofort auf, ne? Als du da im Innenhof standst vom Kloster Eberbach, wo der Solid Work Kongress stattgefunden hat, das fällt natürlich sofort auf. Man weiß sofort, der Rainer ist da.
Ganz genau, so muss es auch sein. Auch ich bin Unternehmer und ich lebe von meinem Business. Und da geht es natürlich auch immer massiv darum, hey, Bekanntmachung zu betreiben, Positionierung. Ja. Ja. Und ja, ein Stück weit gehört es einfach dazu. Genau. Zu dem Thema fällt mir auch direkt was ein. Ich habe natürlich auch immer mal verschiedene Gäste, Teilnehmer vom Solid Work Kongress gefragt, wie es ihnen gefallen hat. Und dabei ist auch dein Name gefallen und einer der Gäste hat die Idee geboren. Er hat eine Tochter, der es gerade gar nicht gut geht und von der er Sorge hat, dass sie ihr Leben wegwirft, indem sie zum Beispiel Drogen nimmt. Aber auch sich beispielsweise ritzt. Es steht eher im Vordergrund, dass sie sich selber verletzt. Mhm. Und da hat er so zu mir gesagt, ja, weißt du, und mit meiner Tochter würde ich beispielsweise nicht jetzt zu einem klassischen Psychologen gehen, da war ich schon. Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass es bei ihr gar nicht ankommt. Und er überlegt beispielsweise, ob er nicht mal einen Tag mit seiner Tochter bei dir macht, um ihr einfach auch deutlich zu machen, hey, du kannst da mit jemandem reden, der schwätzt nicht nur, der weiß ganz genau, wie es ist. Sehr geil. Und das hat mir eben auch gut gefallen. Das ist, denke ich, das, was dabei rumkommen sollte, dass der Kongress tatsächlich Menschen bewegt, etwas zu tun. Und dazu habe ich genialerweise viele Rückmeldungen bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Und unter anderem eben auch über dich und deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Gut, Rainer. Ich würde einfach, wie gesagt, mit dir nochmal so kurz nachglühen. Es ist ja erst ganz wenige Tage her, ich weiß schon gar nicht mehr, gerade mal 3 Tage ist es her, ne? Ja, ja. Ja, und ich möchte mir dich deiner, ich bin schon ganz konfus, ich sag dir, ich habe so viel geredet an diesem Tag und im Vorfeld und danach, das ist unglaublich und deswegen sage ich dir jetzt einfach ganz freundlich Tschüss. Und ganz lieben Dank für deine Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Spätestens auf der GSA-Convention, denke ich, wirst du auch da sein in Bonn dieses Jahr. Natürlich, Katharina. In Bonn werde ich vertreten sein. Gut. Und hey, ich habe zu danken von ganzem Herzen, liebe Katharina. Ich bin nach wie vor weggerockt und nach wie vor in so einer psychologischen Nebel gefangen. Es war eine tolle, runde Sache. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne an dich auch und auf der GSA-Convention trinken wir dann ein Wässerchen. Vom Südhang. Also, in diesem Sinne, tschüss, Rainer, schönen Tag heute. Ciao.